Wärmepumpen sind viel zu teuer, laut und ineffizient. So oder so ähnlich lese und höre ich das immer wieder. Du auch? In diesem Video räumen wir jetzt gemeinsam mit den hartnäckigsten Mythen auf. Die aktuelle Regierung will die Wärmewende voranbringen und fördert den Einsatz erneuerbarer Energien, wie das Heizen mit Wärmepumpen. Doch Wärmepumpen polarisieren. Die einen finden sie zu laut, zu teuer und zu unrentabel. Die anderen feiern sie als Heiztechnik der Zukunft. Viele Mythen über Wärmepumpen befeuern diesen Diskurs mit Aussagen wie: Das kann sich doch kein Mensch leisten. Im Winter frierst du dir mit einer Wärmepumpe den Hintern ab. Der Kompressor geht kaputt, bevor die Anlage abgezahlt ist. Wärmepumpen bringen gar nichts fürs Klima. Und so weiter und so weiter. Die Gerüchteküche um Wärmepumpen brodelt gewaltig. Also lass doch endlich mal über Fakten sprechen. Mythos 1: Wärmepumpen sind nur was für Neubauten. Kurz gesagt, das ist Quatsch. Diese Behauptung ist eine der hartnäckigsten Mythen überhaupt, weil noch immer viele denken, dass Wärmepumpen nur für topmoderne Häuser oder für aufwendig energetisch sanierte Altgebäude geeignet sind. Doch in der Realität ist der Einsatz flexibler. Mehr als die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland sind älter als 40 Jahre und nicht alle wurden oder werden grundsaniert. Das ist eine Menge Potenzial im Sinne der Energiewende, weil gerade ältere Häuser mit alten Heizkesseln ausgestattet sind, die ja ausgetauscht werden sollen. Es wäre ja irrwitzig, sich nur auf Neubauten zu konzentrieren, während ein Großteil der Gebäude in Deutschland weiterhin mit fossilen Brennstoffen heizt. Deshalb und wegen der hohen Nachfrage klimafreundlicher Heizmöglichkeiten hat die Technologie von Wärmepumpen in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die heutigen Systeme eröffnen interessante Möglichkeiten, auch für Bestandsgebäude. Wenn du also ein älteres und unsaniertes Haus hast, kommt es lediglich darauf an, wie viel Heizenergie in den einzelnen Räumen benötigt wird. Wenn deine Heizungsanlage beispielsweise mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius arbeiten kann, könnte der Einbau einer Wärmepumpe durchaus wirtschaftlich sein. Je weniger Vorlauftemperatur, desto besser natürlich. Im Einzelfall müsstest du auch prüfen lassen, ob einige Heizkörper gegen Niedertemperaturheizkörper ausgetauscht werden müssen. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, dein Haus klimafreundlicher zu gestalten, lass dich nicht von dem Mythos irritieren und prüfe deine Möglichkeiten. Mach doch eine simple Eignungsanalyse für Wärmepumpen auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Den Link habe ich dir in die Infobox gepackt. Mythos 2: Wärmepumpen funktionieren nur mit einer Fußbodenheizung. Ganz klar, nein, das stimmt nicht. Korrekterweise sind Wärmepumpen mit Flächenheizungen wie Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen mit höchster Effizienz im Einsatz. Durch die große Oberfläche können Flächenheizungen die Wärme perfekt in die Räume abgeben. Das Wasser muss also nicht so stark erwärmt werden wie bei konventionellen Heizkörpern, die in der Regel eine kleinere Oberfläche haben. So ist die Vorlauftemperatur der Heizung geringer und die Heizkosten sinken. Aber auch mit konventionellen Heizkörpern funktionieren Wärmepumpen mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius einwandfrei. Im Einzelfall sollte jedoch durch eine Fachkraft geklärt werden, ob einzelne oder mehrere Heizkörper gegen größere Modelle oder Niedertemperaturheizkörper ausgetauscht werden sollten. Lass dich von diesem Mythos also nicht kirre machen. Wenn du in deinem Bestandsgebäude eine Wärmepumpe installieren willst, musst du nicht zwingend den ganzen Boden aufreißen. Mythos 3: Wärmepumpen sind wahre Stromfresser. Das hört man tatsächlich immer und immer wieder. Und doch kann ich sagen, im direkten Vergleich nicht wirklich. Und darum geht es ja. Sicher, Wärmepumpen benötigen Strom, das ist Fakt. Aber hier kommt der Clou. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto sparsamer sind sie. Und der Umkehrschluss ist ja logisch. Doch selbst bei einer Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius ist der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen, die mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas heizen, immer noch geringer. Das zeigt sich ebenso im Vergleich beim Wirkungsgrad. Je nach Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe liegt dieser nämlich bei 300 bis 500% und bei Öl- und Gasheizungen nur bei 80 bis 90%. Die Energieeffizienz hat wiederum direkten Einfluss auf die Betriebskosten. Das heißt, selbst wenn wir von einer Wärmepumpe mit einem eher bescheidenen Effizienzwert von 2,5 ausgehen und einem niedrigen Gaspreis wie im Januar 2022, sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe niedriger als die von Gasbrennkesseln. Noch deutlicher ist der Vergleich bei Ölbrennkesseln. In der Infobox haben wir zwei Rechenbeispiele hinterlegt, die dir das nochmal veranschaulichen.
Zum Thema Stromkosten bei Wärmepumpen gibt es übrigens schon ein Video auf unserem Kanal, in dem Robin ins Detail geht. Was ich persönlich beim Thema Sparen mit Wärmepumpen super finde, ist, dass du mit der Heiztechnik bis zu 90% CO2 sparen kannst, die nicht in die Luft gepustet werden. Wenn du mit einer Wärmepumpe heizen willst und die Anlage nicht über eine Photovoltaikanlage betrieben wird, ergibt es Sinn, einen Wärmestromtarif abzuschließen, um mit stabilen Preisen die Betriebskosten niedrig zu halten. Check doch mal den Wärmestromtarif bei der NBW. Die Infos habe ich dir in der Infobox hinterlegt. Weiter geht's. Mythos 4. Mit Wärmepumpen wird's kalt im Winter. Also das stimmt auch nicht. Wäre an diesem Mythos irgendwas dran, würde ein Großteil der Finnen, Norweger, Schweden und Dänen frieren. Denn Tatsache ist, dass es in skandinavischen Ländern eher kälter ist als in Deutschland. Tatsache ist auch, dass genau in diesen Ländern prozentual auf 1000 Einwohner die meisten Wärmepumpen im Betrieb sind. Europaweit. Wir bewegen uns in dem Ranking noch auf Platz 15 von 16. Kommen wir also zu den Fakten, um dich für die nächste Diskussionsrunde fit zu machen. Wärmepumpen funktionieren im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Sie nutzen elektrische Energie, um beispielsweise 10 Grad Umweltenergie wie Luft, Grundwasser oder Erdwärme in 50 Grad Heizwärme umzuwandeln. Je höher die geforderte Vorlauftemperatur ist, desto anspruchsvoller muss die Anlage arbeiten. Bei den Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen spielt die Jahreszeit eher eine untergeordnete Rolle. Nur bei der Luftwärmepumpe kann sich besonders kalte Winterluft auf die Effizienz auswirken. Aber kalt ist es im Haus trotzdem nicht. Grundsätzlich sollte immer gewährleistet sein, dass die Dimensionierung der ausgewählten Wärmepumpe für dein Gebäude stimmt und dass die Heizkörper ausreichend Energie abgeben können. Deshalb ist es gut und richtig, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. Dann hast du es auch in kälteren Monaten immer kuschelig warm. Ergo, dieser Mythos ist und bleibt Quatsch. Ah, da fällt mir noch was ein. In diesem Video erklärt Robin übrigens, wie Wärmepumpen im Detail funktionieren. Schau doch mal rein. Mythos 5. Wärmepumpen sind viel zu teuer. Naja, also im Betrieb sind Wärmepumpen kostengünstiger als Gas- und Ölheizungen. In der Anschaffung allerdings sind die effizienten Anlagen vergleichsweise teurer. Je nach Modell, Größe und erforderliche Erschließungsarbeiten kosten Wärmepumpen zwischen 8.000 und 28.000 Euro. Das ist eine sehr große Spanne, richtig. Hier ein Überblick. Aufgrund der Dynamik auf dem Markt sind diese Zahlen primär eine grobe Orientierung. Die genauen Kosten bekommst du von einem Fachbetrieb. Eine Gas- oder Ölheizung hingegen kostet etwa bis zu 10.000 Euro. Unterm Strich stimmt die Aussage des Mythos also bis hierher. Doch jetzt kommt der Clou. Da Wärmepumpen für die Energiewende eine entscheidende Rolle spielen, gibt es großzügige staatliche Förderungen, die den Anschaffungspreis relativieren. Besonders großzügig sind die Fördermaßnahmen, wenn für effizientere Heiztechnik alte Gas- oder Ölheizkessel weichen. Aber Obacht! Da auch die gesetzlichen Regelungen und die Verteilung von Fördertöpfen immer ein dynamischer Prozess sind, haben wir dir in der Infobox einen Link zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hinterlegt. Dort landest du auf der Landingpage Förderprogramm im Überblick und bist dann immer auf dem aktuellen Stand. Aber die Förderung ist noch nicht alles. Durch die niedrigeren Betriebskosten senken sich im Laufe der Zeit die Gesamtkosten und tragen zur Rentabilität der Wärmepumpe bei. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von etwa 20 Jahren und mit Hinblick auf die aktuellen Energiekosten und die zu erwartenden CO2-Abgaben bist du mit einer Wärmepumpe wirtschaftlich als mit konventioneller Technik. Oder noch besser, die Wärmepumpe wird mit selbstproduziertem Strom betrieben, dank Solaranlage. Warum das eine gute Idee ist, erklärt dir Robin in diesem Video. Die aufgezählten Vorteile machen die Investition in eine Wärmepumpe also nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Klingt doch eigentlich nach einem guten Plan, oder? Mythos 6. Wärmepumpen sind zu laut. Nein, das sind sie grundsätzlich nicht. Mit einer Ausnahme. Der Mythos bezieht sich auf Anlagen, die außerhalb vom Haus stehen, denn Wärmepumpenanlagen, die im Haus verbaut werden, sind nicht lauter als herkömmliche Heizkessel. Die Lautstärke von Geräuschen ist eine subjektive Wahrnehmung, wie zu heißer oder zu kalter Kaffee. Es ist also schwierig zu sagen, ob sich jemand gestört fühlen wird oder nicht. Fakt ist, Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen sind praktisch nicht hörbar und arbeiten für uns in der stillen Tiefe. Die Ausnahme ist die sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe, die im Außenbereich aufgestellt wird. Diese Modelle sind unter Umständen mit 30 bis 60 Dezibel hörbar, also in einer Lautstärke zwischen einer schnurrenden Katze, einem handelsüblichen Kühlgerät oder einer normalen Unterhaltung, sofern das Gerät offen im Außenbereich steht. Wenn du für die Anlage einen cleveren Platz auswählst, also mit Abstand zum Nachbarn, zu deiner Terrasse und den Schlafzimmern,
Schlafzimmern kannst du die eventuelle Geräuschbelästigung während des Betriebs minimieren. Der Mythos ist also nicht haltbar, wenn du die Luftwärmepumpe mit einem cleveren Standort zum Schweigen bringst. Mythos 7. Wärmepumpen sind nicht klimafreundlich. In einem Paper von Agora Energiewende hieß es schon im Jahr 2022 dazu, Wärmepumpen sparen schon heute in etwa die Hälfte an CO2-Emissionen ein gegenüber einer Kombination aus Gaskessel und Solarthermieanlage. Agora Energiewende ist übrigens ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten, die unter dem Dach Agora Think Tanks wissenschaftlich fundierte und politisch umsetzbare Konzepte und Strategien entwickeln für den Weg in eine klimaneutrale Zukunft. In der Infobox findest du einen Link zur Homepage von Agora. Ziehen wir Bilanz. Wärmepumpen sind im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln grundsätzlich schon mal klimafreundlicher. Check! Aber es geht noch besser. Also lass uns über die Stromversorgung sprechen. Wird eine Wärmepumpe mit Strom aus dem deutschen Strommix betrieben, ist das aktuell nicht optimal, weil noch immer über 40% Kohlestrom fließt. Wenn sich der Mythos also auf den Strommix bezieht, ist die Aussage irgendwie erklärbar. Aber mal ehrlich, die Aussage nicht klimafreundlich ist mal komplett übertrieben und stimmt auch nicht generell, weil nicht alle Wärmepumpen mit Strommix heizen. Konsequent klimafreundlich heizt du mit einer Wärmepumpe natürlich nur mit einer Solaranlage oder 100% Ökostrom, wie beispielsweise mit dem Wärmestromtarif der NBW. In der Infobox findest du alle Infos dazu. Ich würde mal sagen, damit wäre dann auch der letzte Mythos dieser Folge endgültig entlarvt. Mein Fazit. Wie du siehst, ist an den meisten Wärmepumpenmythen nichts dran. Solltest du aber über weitere Mythen stolpern, lass es mich in den Kommentaren wissen und wir gehen der Sache gemeinsam auf den Grund. Weitere spannende Energiethemen findest du natürlich in unserer Playlist hier auf dem Kanal. Lass doch einfach ein Abo da, du kennst das ja, Glocke aktivieren und schon verpasst du keine neue Folge mehr. Also vielleicht bis gleich. Wenn deine Heizungsanlage beispielsweise mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius arbeitet, aber lass dich nicht von dem Mythos irritieren. Besonders großzügig sind die Fördermaßnahmen. Wärmepumpen, weiß ich nicht, was das ist.